Romantik und Erholung pur im Rhein-Main-Gebiet. Heute wollen wir uns im Rahmen unserer History-Doku-Serien das Versailles am Rhein etwas näher ansehen. Wir sind hier am beginnenden Park im Norden der Anlage. Hallo, eine kurze History-Doku über das Schloss Biebrich in Wiesbaden, das Versailles am Rhein. Das Schloss Wiesbaden-Biebrich, das Versailles am Rhein, Baubeginn etwa 17. Jahrhundert. Zuerst ein Lustschloss, dann ein Residenzschloss und ab 1744 die nassauische Haupt- und Sommerresidenz. Später luxemburgischer Privatbesitz, heute im Besitz des Landes Hessen. Zur Architektur der barocken Residenz ein Juwel am Rhein mit mediterranem Flair. Heute eine Dreiflügelanlage mit einer zentralen Rotunde. Außen stehen auf der Rotunde beidseitig 16 Statuen antiker Götter. Schlosspark. Früher ab 1720 ein französischer Garten, ab 1817 ein englischer Landschaftspark, heute ein Erholungspark für die Stadt Wiesbaden. Im Schlosspark haben sich mehrere Arten von Papageien angesiedelt. Besonders vermehrt treten die Halsbandsittichen auf. Am Nordende des Parks stand eine mittelalterliche Burg. Auf den Grundmauern wurde von Karl Florian Goetz 1816 eine romantische künstliche Burgruine, die sogenannte Moosburg, errichtet, mitten in einem Weiher. Romantik und Erholung pur im Rhein-Main-Gebiet.